Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Film. Heute beschäftigen wir uns mit dem Tankdeckel eines Porsche 944. Dieser Tankdeckel stammt von meinem Freund Reidiegel und er hat ein Problem. Und zwar, jetzt ist der Tankdeckel offen, kein Problem, er sperrt. Wenn ich den Tankdeckel aber abschließe, sperrt er immer noch. Das heißt, er kann seinen Tank gar nicht mehr abschließen. Bei den heutigen Benzinpreisen ist sowas sehr gefährlich, also da müssen wir für Abhilfe sorgen. Um das Oberteil zu entfernen, machen wir es erstmal richtig warm. So, dann mit einem kräftigen Schraubenzieher hier drunter und man kann den Deckel abhebeln. Wenn das Oberteil mal ab ist, kann man hier den Schließzylinder mit Verschluss abziehen. Nun erkennt man auch die Funktion. Hier unten sind Rastnasen, da kann der Schließbolzen hier einrasten. Dann ist der Deckel gesperrt und er kann aufgehen. Und wenn der zurückfährt hier, dann sind wir im Freilauf und der Deckel ist abgeschlossen, weil man kann drehen, solange man will. Hier erkennt man jetzt auch das Problem. Das Teil ist hier abgebrochen. Und wenn man den Zylinder umdreht, findet man auch noch den Rest des Teils. Die Feder hier ist sehr kräftig und hat das Teil hier abgesprengt. Das ist ja auch fürchterlich schlechte Qualität, was Porsche hier abliefert. Deswegen machen wir das Teil heute mal richtig und zwar aus Messing. Um den Schließzylinder weiter zu zerlegen, muss man hier die Federklammer ausziehen. Und hier sieht man den Verschlussmechanismus. Mein Freund Stini hatte noch den Wunsch geäußert, dass ich euch auch erkläre, wie man einen Schließzylinder anpassen würde, wenn man einen kauft, der zu einem anderen Schlüssel gehört. So, das sind die einzelnen Schließbleche und die müsste man so anpassen, dass jeweils, wenn die Zähne des Schlüssels kommen, hier alles parallel steht oder plan steht. Viel Gefühl wieder reinschieben, bis alle passen. Und jetzt hat man gewonnen. Jetzt seht ihr auch, wie das funktioniert. Wenn der Schlüssel drin ist, stehen hier alle plan, auf der Rückseite auch. Und wenn der Schlüssel abgeht, verriegeln sie. Der Verschluss gehört meinem Freund Reidiegel und er hat mir auch gleich neues Material dazu geliefert. Das ist ein Stück Vierkantmessing. Das müssen wir jetzt aus dem Fohlen dieses Teil arbeiten. So, das Teil ist hier gesägt, also gehen wir erstmal auf die Drehbank und bringen es hier in Form. Die Fläche absolut plan, perfekt. Da das Stück Messing 10x10 mm hat und wir nun einen Rohling von 8x8,9 mm brauchen, müssen wir erstmal zwei Kanten zufräsen. Ich habe hier mal meinen hochmodernen Tiefzug-Schraubstock montiert. Und jetzt prüfen wir die Parallelität der Maschine. 51, 53. Die Parallelität liegt also innerhalb von ungefähr 300stel. Mehr kommen wir mit so einer Maschine nicht hin. Das Messing ist gerade ein bisschen angekratzt, das heißt, wir haben jetzt exakt die Nullstellung der Höhe. Genau 9,00 mm, perfekt. Die gleiche Prozedur müssen wir nun mit der anderen Kante wiederholen. Wir haben nun das rechteckige Grundprofil herausgearbeitet. Jetzt müssen wir ein Stück mit 15,8 mm hier abnehmen. Der Weißenstirnfräser kann mal weg. Jetzt geht's mit dem Sägeblatt weiter. Genau waagrecht. Wunderbar. Sägeblatt ist genau parallel zur senkrechten, also orthogonal zum Arbeitstisch. Mit dieser Höllenmaschine schneiden wir nun die Stücke auf das Längenmaß von 15,8 mm zu. Als nächstes müssen wir nun die Mulde in das Teil fräsen. So, diese Einfräsung ist 2,6 mm tief und wir beginnen bei dieser Ecke. Ich versuche nun, den Ursprung des Koordinatensystems zu bestimmen. Hier habe ich hier einen Präzisionsstift eingespannt und jetzt haben wir noch genau 40 Hundertstel Abstand zum Werkstück. Das Koordinatensystem ist nun so eingestellt, dass der Spitzen genau auf diese Ecke des Werkstücks zeigt. Der Don kann raus, einklipsen in die Mutter und das wäre der Fräser dazu. Anziehen. Von der Ecke hier müssen 3,4 mm stehen bleiben, plus eine halbe Fräserbreite, also haben wir 3,4 und 2,5 gibt 5,9 mm. 1 mm.
2 mm, 3 mm. Nochmal die ganze Rechnerei grob kontrollieren. Ich habe den Fräser auf 2,6 mm Tiefe eingestellt. Jetzt fräsen wir mal die ganze Kante bis zum Ende vor, also 6,9 mm ins Material rein. So, jetzt haben wir das Loch auf der Kante in der ganzen Tiefe drin. Dahin steht jetzt noch 1 mm Material. Jetzt müssen wir in die Richtung fräsen. Jetzt ist die ganze Mulde im Werkstück. Bei diesem Spritzteil ist diese Kante hier hinten absolut rechteckig, aber das können wir natürlich nicht fräsen. Der Bolzen, wo einrastet, hat sowieso einen größeren Durchmesser. Das heißt, wir gehen jetzt gerade mit dem kleinsten Fräser hier hinten in die Ecke und dann ist auch gut. Jetzt glätten wir noch ein bisschen den Kanten, fallen es hier ein bisschen ab und gut ist. Als nächstes müssen wir nun dieses Loch hier reinbohren. Das Loch sitzt in dieser Richtung mittig und hier sind 0,7 mm Wandstärke. In dieser Richtung habe ich schon auf die Mitte eingestellt. Jetzt möchte ich euch mal vorrechnen, wie man schafft, diesen Stift jetzt genau hier mit 0,7 mm Wandstärke bei einem Bohrer von 5,2 mm zu setzen. Ich benutze hierzu so eine Abstandslehre. 42 Hundertstel, 40 Hundertstel. Die 40 Hundertstel gehen noch durch. Die 42 Hundertstel fangen an zu klemmen, die kriege ich nicht mehr rein. Der Stift hat einen Durchmesser von 5 mm und wir wollen ein 5,2er Loch bohren. So, wir haben jetzt den 5 mm Stift, die 0,4 mm Lücke, 0,7 Wandstärke wollen wir und dann kommt der 5,2er Bohrer. Also 2,5 von dem Bohrer, die 0,4 zählen komplett, die 0,7 zählen komplett und von dem Bohrer brauchen wir auch wieder die Hälfte, also 2,6. Wenn ihr flink im Kopf rechnen seid, wisst ihr, dass 6,2 mm rauskommen. So, jetzt müssen wir 6,2 mm fahren. Die ganze Geschichte sitzt jetzt mittig. Wir gehen jetzt mal mit dem ganz kleinen Zentrierbohrer ran. Erstmal nur angetupft und dann können wir die Position des Loches nochmal kontrollieren. Jetzt kann der Zentrierbohrer raus, nachdem wir das Zentrum haben. Und wir wechseln jetzt auch auf den Bohrfutter. Also der Spannzangenhalter kann raus. Tun wir die Atome ein bisschen erschüttern, dann löst sich der Kontakt im molekularen Bereich und das Bohrfutter kommt anstelle der Spannzange rein. Immer gut anziehen. 5,2 war der Durchmesser des Loches. Ich habe jetzt den Tiefeneinschlag so eingestellt, dass wir exakt 13 mm in die Tiefe bohren. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Durchmesser ist perfekt. Wir haben jetzt nur noch das Problem, dass das Loch natürlich unten einen spitzen Winkel hat vom Bohrer und wir eigentlich ein ebenes Sackloch brauchen. Für das Sackloch schleifen wir uns deshalb extra einen Bohrer zu. Nun bohren wir das Loch unten flach. Hier unten ist jetzt plan und damit wird das Loch auch plan. Stelle nun das Tiefenmaß ein. So, das sind gerade 2,45 mm. Wir fahren erstmal die 4,5 Zehntel, 3, 4, 4,5. Dann stellen wir die Skala auf 0 und nun geht es 15 mm in die Tiefe. So, nun ist der Boden relativ flach. Der Zapfen hat hier vorne noch eine Schräge. Diese dient für die Überdrehfunktion des Tankdeckels. Der Winkel beträgt 10 Grad. Wir montieren den Schraubstock unter 10 Grad schief. Für die Kante können wir einen relativ großen Fräser nehmen. Und natürlich wieder die passende Spannzange. Ich habe 3 Zehntel mal zugestellt, wir waren eben genau auf Kontakt. Und jetzt fräsen wir die Kante lang, dann kriegen wir genau den spitzen Keil.
Der Schließpulsen hat hier hinten an dem abgebrochenen Stück auch noch einen Radius. Diesen Radius versuchen wir jetzt mit einem Profilfräser zu machen. Hier ist noch eine Idee weniger als hier unten, also müssen wir von oben her ein bisschen mehr zustellen, damit wir richtig hinkommen. So, und damit wir nicht durcheinander kommen bei der Massenproduktion, kommt natürlich eine Produktionsnummer ins Teil. So, jetzt können wir die ganze Geschichte mal im Tankdeckel probieren. Die Feder rein, Bolzen rein, eindrücken, einrasten. Erstmal sichern, dass uns nichts wegfliegt. Der Schließbolzen ist nun ausgefahren, das heißt, der Deckel ist starr verbunden. Wir stecken den Schlüssel ein und versuchen abzuschließen, also den Schließbolzen einzufahren. Aha, und jetzt haben wir hier ein Problem. Ich bekomme den Schlüssel nicht ab. Das heißt, der Fahrweg des Bolzens hier ist zu kurz. Wir werden jetzt versuchen, mit dem größeren Fräser hier noch eine kleine Rundung reinzumachen. Das Originalteil hat an dieser Stelle keine Rundung, aber vielleicht war das ja die Ursache, warum es hier abgeplatzt ist. So, wir nehmen jetzt den 8er Fräser und fräsen hier noch eine Kantenegge aus. So, jetzt sieht man die Funktion. Hier ist der Deckel gesperrt. Wenn ich ihn jetzt umdrehe und wieder abziehe, dann ist der Freilauf des Deckels aktiviert. Hier sitzt er auch gut dran. Jetzt können wir es am Deckel selbst ausprobieren. So, nun ist der Deckel verrastet. Jetzt kann man ihn schön auf- und zuschrauben. Dreht man den Schlüssel um 180 Grad, ist man hier im Freilauf. Das heißt, man dreht hier ohne Ende und alles funktioniert. Der Bolzen steckt ja hier drin, wenn er abgeschlossen ist. Und wenn man dann weiter dreht, rutscht er hier hoch und über die Zähne. Das ist diese Überdrehfunktion. Deshalb ist hier eine Schräge angebracht. Jetzt haben wir aber das Problem, bei Kunststoff auf Kunststoff entstehen dann natürlich ganz andere Reibungs- und Schneidkräfte, wie wenn man mit Messing in Kunststoff arbeitet. Deshalb habe ich diese Schräge hier erstmal deutlicher ausgelegt. Zusätzlich zur Schräge machen wir hier jetzt noch einen Radius drauf, dass das schön rund wird und mit der Kante nicht schneiden kann. So, in diese Richtung kann er jetzt einwandfrei hochrutschen und in die Richtung sperrt er. Die Überdrehfunktion probieren wir jetzt mal aus. Der Deckel ist jetzt verriegelt. Und das ist die. Wenn man alles zusammen hat, kommt der Deckel wieder drauf und einpressen, fertig. So, mein Freund Reidiegel kann sich jetzt wieder auf seinen neuen Deckel freuen. Aber so eine Uhrmacherei mache ich so schnell nicht wieder. Das nächste Mal wird wieder anständig geschraubt. 3/4 Zoll Werkzeug. Tschüss, bis zum nächsten Film.